Was geht so, liebe Leute? Hier ist wieder euer Crush für die Vegetinen zurück bei Let's Play Sonic Origins für Steam und... Ja, euch fällt es sicher auf. Ich habe einen brandneuen Gaming-Sessel vom Möbelix mir besorgt. Die Farbgebung bin ich jetzt zwar nicht so extrem begeistert, aber es könnte noch schlimmer sein. Aber anders haben sie den Sessel nicht gehabt und der war zudem auch noch ein Angebot, eine gute Investition. Und mindestens, glaube ich, 30-40% billiger, also... Ja, wäre natürlich eine Schande gewesen, auf den zu verzichten. Weil, ihr wisst es ja, mein alter Sessel ist kaputt gegangen. Ich muss also mir neue Sessel besorgen und ja, glücklicherweise habe ich bei Möbelix mir einen feinen neuen Gaming-Sessel besorgt. Aber auch einen kleinen Ersatzsessel, bei dem ich höchstens die Höhe verstellen kann und trotzdem ganz gemütlich sitzen kann bei meinem Laptop, habe ich auch noch mir zusätzlich besorgt für 70 Euro. Weil der hat so 140, also das Doppelte gekostet, aber das lohnt sich, weil, oh mein Gott. Vor allem habe ich noch zusätzlich diese Gaming-Polster oben drauf. Sowohl für meinen Nacken, als auch für meinen Rücken, also für meinen, sag schon, wie nennt man das nochmal, das Becken? Ich weiß gerade nicht mehr, wie man die... den Körperteil nennt, über dem Allerwertesten. Und unter dem Rücken halt. Ihr wisst schon, was ich meine. Aber ja, jetzt machen wir weiter mit der Mushroom Hill Zone aus Sonic und Knuckles. Wir haben schon die ersten beiden Super Emeralds damit bekommen. Weil wir wissen es ja... wenn man alle 7 Chaos Emeralds vorher bekommt, dann... vor den, bevor man die ersten... Wenn man alle 7 Chaos Emeralds bekommt in den Sonic 3 Leveln, dann, kann man... Dann kann man, wenn man einen Special Stage Ring von Sonic und Knuckles bestreitet... Oh. So viel zum Feuerschild. Shit. Dann kann man hier... Oh, schade, dass kein Special Stage dieses Mal. Und hat Tails den Footballer gerade erledigt? Ja, nice, dass er den Offscreen auch noch erledigt für einen. Na gut, dann sammle ich immer noch ein paar Goodies ein, ganz schnell. Also, wenn man erstmal alle 7 Chaos Emeralds in Sonic und, also in den Sonic 3 Leveln sammelt, dann... Oh, oh, shit! In... Oh, no! Shit, Tails. Ist er bereits reingeraten? So, jetzt war. Come on. So, ja, ein Elektroschild, den mag ich ja besonders. Jetzt will ich hier ganz durchkommen, aber. Ich habe das Gefühl, ich stelle mich hier noch blöder an als früher. Da habe ich es wirklich noch gut beherrscht. Zumindest wenn es darum geht, direkt nach oben zu kommen. Oh. Gib mir die Münze hier. Oh no, da fliegt's weg. Und ich fliege auch beinahe raus. Oh shit. Ruck. Und zack. Nein, gib mir wenigstens... Okay. Ja, habe ich noch gekriegt. Okay, das sind aber weniger Ringe, als ihr gedacht. So, ich glaube, wir kommen jetzt zum Mini-Boss. Hä? Ja. Das ist ein Roboholzfäller. Also, um nochmal auf den Punkt zurückzukommen, Oh, Tails! Verdirbt mir nicht den Sprung, ja! Oh, danke! Durch das 16 zu 9 ist es auch ein bisschen schwieriger, gleich an den... an das Zielschild ranzukommen, um ihn noch bouncen zu lassen. Oh, Knuckles. Wieso wird hier eigentlich der Wind durch eine Maschine betrieben? Ja, ja, Videospiellogik mal wieder. Aber jetzt, um mal endlich wieder auf den Punkt zurückzukommen. Ja, wenn man alles im Chaos Emerald Sonic 3 Level gesammelt hat, dann verwandeln sie sich in Sonic und Knuckles Special Stages in die Super Emeralds. Es ist ja so, der Master Emerald, es heißt ja, der ist
die Kommunikation mit dem Master Emerald ist eigentlich nur den Echidna oder generell ja den ganzen Echidna-Wächtern vorbehalten. Aber Sonic hat es geschafft, trotzdem von Master Emerald auserwählt zu werden, und er hat dafür gesorgt, dass die Chaos Emeralds sich in die Super Emeralds verwandeln und gewährt ihnen nun die Chance, die Kraft der Super Emeralds nun zu aktivieren, um eine neue Kraft freizuschalten. Auch bekannt als Hypersonic. Ja. Der hier bläst uns die ganze Zeit. Schlimm wäre es, wenn er auch noch schreien würde, Kikeriki, so laut, dass er uns wegbläst. Da wird es uns nicht nur physisch wegblasen, sondern auch noch die Ohren schlackern davon. Oh Gott, das stelle ich mir wirklich nicht gut vor. So, weg mit dieser blöden Falle. Oh, selbst mit einem Drop Dash komme ich da weg. Nice. Okay, da komme ich auch nicht mehr hoch. Ich hoffe, ich erwische noch hier einen Superring irgendwo. Also einen Hyperring sollte ich hier jetzt mal nennen hier. Und das schaut auch so flüssig aus, wie er rumschwingt. Ich finde das einfach nur geil. Das sind übrigens das Quality of Life Updates, die man hinzufügen konnte. Und das ist eine Stelle für Knuckles. Das sind wirklich anständige, die man hinzufügen konnte. Oh! Wir wissen es ja, leider Gottes konnten aber die aktuellen Bugs, die hinzugekommen sind im Vergleich zum Original, und auch die bereits bekannten Bugs leider nicht mehr gefixt werden, weil der Sega-Entwickler rushen musste. Nur damit das Spiel zum Jubiläum rauskommt. Ah, shit. Okay, aber da muss jetzt einer... Ja, gut. Ich meine den dritten Super Emerald. Ich möchte wirklich gucken, dass ich hier noch... die Super Emeralds alle zusammenkriegen kann. So, wie war das hier nochmal? Einfach hier springen, ne? Und einen Pfad finden. Oh! Wäre ich schneller gewesen, dann wäre ich reingerannt. Oh shit. Ich habe auch immer schon von diesen speziellen Game-Assassinen gehört, aber ich habe bislang mir gedacht, ne, die sind mir zu teuer. Lass es lieber sein. Und ja, bin ich froh, dass ich mich noch umentschieden habe. Vor allem, der war ohne in den Angebot. Der hätte wahrscheinlich so 200 gekostet und den habe ich billiger bekommen. Also habe ich da ohne eine Investition praktisch gemacht. Also kann man, also da habe ich keine Ausrede mehr. Zu sagen, nö, zu teuer, bla bla bla. Nö, 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 nö. Da kann ich einfach nichts mehr. Also da gibt's keine Ausreden mehr, was das betrifft. Ich habe eine Investition gemacht, habe ich einen Fehler gemacht. Ich hätte es schaffen können, wenn ich ja nicht drüber gesprungen wäre, weil ich wollte eigentlich einen Perfect Bonus irgendwie erreichen, aber ja, das war ein Fehler von mir. Eigentlich soll es auch hier lang gehen. Genau so war das eigentlich gedacht. Weil diese anderen Kugeln hier sind eigentlich die letzten sein. Weil vorher kann man ja noch Ringe sammeln. Ja, ich will nicht. Ein Perfect Bonus ist ja nicht notwendig hier zu schaffen. Was? Oh, weil ich den zweiten vorher erwischt habe. Hä? Wollte ich denn da jetzt lang gehen können? Weil eigentlich fängt es ja hier an. Wenn ich mich hoffentlich richtig erinnere. Es gibt ja sonst keinen anderen Weg, um da zu den nächsten zu gelangen. Ich sag's ja. Oder gibt's hier irgendwo eine Stelle, wo man drüber springen kann? Nö. Oder muss ich zurück? Nein, das muss ich auch nicht, weil da... Oh, ich hab's geschafft! Sehr schön. Bin im richtigen Moment drüber gekommen. So. Ich glaube, das sind die letzten, oder? Nein. Ich sehe sonst keinen anderen Weg, wie es weitergeht. Nee, da ist ja noch eine andere Reihe. Die hier. Oder? Ich weiß es gerade nicht. Nee, da kommen noch welche dazwischen. In der Zwischenzeit kann ich hier
fleißig weitersammeln. Anbringen. So, eine Reihe fehlt noch. Yes! Perfect Bonus! Und hier sind die letzten. Ha! Nice! Der dritte Super Emerald. In schönem Rot. Ich hoffe, ich finde noch einen weiteren Special Stage Ring, weil... Beziehungsweise Hyper Ring sollte ich die schon eher nennen. Alter, gleich 2 Münzen bekommen. Und noch oben drauf 3. Der erste war also tatsächlich pink und der ist schon feuerrot hier. Oh yeah. Ja, aber dem Master Emerald ist ja praktisch bewusst gewesen, dass Sonic und Tails ein reines Herz haben. Und deswegen kommuniziert er auch mit ihnen, um ihnen zu helfen. Weil normalerweise ist es ja nur den Echidnas vorbehalten, dass sie mit den Emeralds kommunizieren, besonders mit dem Master Emerald. Aber... durch Sonics rein und Tails reinem Herzen. Es ist den beiden gelungen, jetzt auch mit den Master Emeralds in Kontakt zu treten und dadurch gewährt er ihnen auch die Kraft der Super Emeralds. Aber er muss ja auch erstmal, aber wir müssen sie auch erstmals erwecken, bevor wir sie auch nutzen können. Und wir müssen noch 4 weitere Chancen nutzen. Okay, leider schaffen wir es. Leider gibt es keinen weiteren Special Stage Ring, was soll's. Dann eben jetzt hier Robotnik. Und ja, hier wurde zum ersten Mal ein Verfolgerboss eingeführt, den sie ja in der Sonic Advance Reihe. Von denen sie. was wollte ich sagen? Was sie ja dann in Sonic Advance 2 als Hauptbosse hinzugefügt haben. Weil in Sonic Advance 2, da hat man auch hauptsächlich genau solche Bosse nur bekämpft. Und nur der semifinale Boss und vielleicht auch der. Obwohl Super Sonic Boss, der zählt vielleicht auch zu dieser Kategorie von Bossen. Der hält sich nicht fest, der fliegt einfach mit. Auch ein neues, nettes Detail. So, wir starten durch mit der Flying Battery Zone. Hier ist es besonders schwierig, Special Stage Ringe zu finden. Also, es hier... Obacht! Augen, Ohren und Höschen offen halten! Dieses Mal. Aber, wie man mich kennt, werde ich das wahrscheinlich wieder nicht hinbekommen. Und wahrscheinlich gerade mal einen finden, wenn nicht sogar gar keinen. Aber das ist auch für mich irgendwie... What? Oh, da war noch eine Münze versteckt. Oh. Das ist cool. Beziehungsweise ein extra Leben im Original, wenn das jetzt ein Original-Ausdruck gewesen wäre. Cool. Aber wisst ihr, was ironisch ist, was wollte ich jetzt sagen? Das Ironische ist ja nämlich, immer, sowohl in Sonic 3 als auch in Sonic und Knuckles, habe ich immer bei der zweiten Stage am meisten Probleme, Special Stage Ringe zu finden. Weil in Angel Island weiß ich ja die Location von allen Vieren, aber in Hydro City Zone, da gibt es ja deutlich mehr, als ich ja bislang finden konnte. So, aufpassen, hier wird man zerquetscht. Wenn man nicht aufpasst. Vor allem Battery Zone hat immer schon einen extrem coolen Soundtrack gehabt. Auch schon Original Soundtrack. Klingt einfach nur episch. War auch wirklich froh, dass sie Stages auch in Mania wieder zurückgeschafft hat. Aber ja, so geil es auch ist. Ich hoffe, wenn erstmals ein Mania Sequel kommt, wenn überhaupt. Ja, und das ist natürlich auch geil. Eine Fake Ziel. Also ein Fake. Tierbox, die eigentlich das Ziel darstellen soll. Oh, okay. Das ist mir neu, dass da welche rausgeschossen kommen und auch so schnell. Kann mich nicht erinnern, dass da so schnell im Bereich rauskommt. Oh, und da muss ich besser zielen. Oh. Rock. Ja, so komme ich hier hoch. Nice one.
Du hältst mich nicht auf! Okay, hat er erfolgreich geschafft. Oh shit! Vorsicht! Wenn es magnetisch wird, dann wird das nach oben gezogen. Da sollte ich mich lieber beeilen, dass ich nicht zerquetscht werde. Schau mal, ob ich vielleicht ein paar... Oh. Wenn noch ein Knuckles-Kopf-Kombo würde schon sagen, dann gibt's einen Knuckles-Jackpot. Aber der sei nicht gegönnt. Na gut, dann kriege ich halt diese paar Ringe. So, und jetzt war... Lass mich hier um Himmels Willen raus. Weil ich habe immer bei der zweiten Zone immer am meisten Probleme von jedem Spiel, der meisten Probleme hier alle Special Stage Ringe zusammenzukriegen. Aber um auch mal auf dem... Auf einen anderen Punkt, auf welchem Punkt bin ich schon mal stehen geblieben? Ich glaube fast... ich weiß es gerade nicht mehr. Ach ja, wegen dieser fake Tierbox, die eigentlich das Ziel darstellen soll, ist auch wirklich lustig. Und ach nein, wegen Sonic Mania! Genau, richtig. Wenn jetzt mein Sinn Sonic Mania Sequel kommen sollte, wenn überhaupt. Falls Stealth und Headcanon noch daran arbeiten möchte oder ein ähnlich kompetentes Team wie zum Beispiel Dimps, dann, ja, hoffe ich auf mehr Original-Stages dieses Mal. Das ist das Einzige, was ich wirklich verlange von die, von einem richtig guten Mania-Sequel. Und ich lasse mich mal... Naja, okay, so geht's auch. Aber gut, ich habe mich halt jetzt mal transportieren lassen. Oh. Okay. Nee, hier komme ich nicht durch. Ey, Tails, bleibt da bitte nicht stecken. Nein. Da habe ich mir den Allerwertesten verbrannt. Autsch. Münzen Überfluss. Na? Kommt da noch was? Oder braucht es nur eine lange Zeit? Das braucht dann schon eine lange Zeit dann. Ja, schummel ich halt ein bisschen. Okay, das ist die Strafe dafür, dass ich versuche zu schummeln. Oh man. Okay, versuchen wir es nochmal. Komm, lass mich hoch da. Warte mal. Kann es sein, dass vielleicht auf der hinteren Ecke noch was ist? Ah, schon wieder das? Hm. Weiß ich nicht, wovon es abhängt, wann was anderes kommt. So, lass mich wieder rein da. Das ist auch schon wirklich anstrengend zu schaffen. Ich überlege mir gerade... komm jetzt. Flieg mich darüber. Wer weiß, ob da vielleicht noch... Komm, Tails, runter da. Hm. Ich überlege mir gerade, ob da vielleicht noch ein... was versteckt sein könnte, aber... Kommt da schneller wieder was? Ja, dann nicht. Mit Knuckles allein dürfte es schon ein bisschen schwieriger werden. Komm runter, Tails. Ich will da hoch. Dann nicht. Ach! Ich wollte schon sagen, woher kommen die Geräusche? Das hier macht diese Geräusche. Aber nur ab und zu, oder was? Nee, das kommt von woanders her, oder? Oh, das hier! Was ist das denn für ein Ding? Oh, shit. Okay, da ist nichts! Ja, das war zu erwarten. Ich wollte halt nur mal nachgucken, was ist. Zum Beispiel eine Special Stage. Das ist aber wirklich ein merkwürdiger Fall. Vor allem, man müsste eigentlich erwarten, dass da was ist. Vielleicht hätte ich doch da auch einen Spin Dash einsetzen sollen und... Wow, ich hatte keine Reaktionszeit, um der Mine zu entgehen. Ja, aber der Weg war leider auch für die Katz. Hier bin ich auch mal festgehangen, damals, weil ich wusste nicht, dass ich hier einfach die Minen mit den Minen den Boden aufschaue. Also mit diesen Raketen, oder nennt man das hier, Torpedos?
ebenfalls eine Rakete mit Fallschirm. Ist auch wirklich lustig. Da muss man nämlich hier den Boden aufspringen und erst dann kommt man weiter. Das wusste ich vorher auch noch nicht. Da bin ich kurz mal hängen geblieben, als ich zum ersten Mal die Flying Berry Zone in Sonic und Knuckles angespielt habe. Oh. Ja. Und auch die Berührung alleine kann einen schaden. So. Ich meine, es ist aber auch kontraproduktiv, dass er etwas so etwas auf sein Schiff ballert. Frag ich mal Tails. Was macht er? Oh. Hm, hier sind aber wirklich Tiere gefangen. In manchen von denen. Uff. Und hier sind nur Gegner. Die Maus wird aber nicht elektrisch angezogen. Nur der mit seinem Geschütz. Wahrscheinlich, weil sein Geschütz elektrisch ist. Kann es gerade nicht sagen. So, aber fest steht, ich will jetzt nach oben und gucken, ob hier noch irgendwo eine Special Stage ist. Bislang kann ich nichts davon finden und ich glaube, wir sind schon kurz vom Miniboss. Komm hoch da, Tails. Gut, dann nicht. Dann muss ich halt auf die altmodische Art und Weise hochgelangen. Ja, der Miniboss ist da. Auch eine Fake-Tierbox. Die müssen wir natürlich dafür sorgen, dass sie sich gegenseitig schlägt. Ja, so zum Beispiel. Warum schlägst du dich? Hä? Hä? Warum schlägst du dich? Oh, ich muss auch schnell genug wieder ausweichen hier. Na komm, schlag dich noch einmal, wenn du dich traust. Bam, und weg. Und da sind wieder eigentlich Tiere drin gewesen, die man befreien konnte. So, nimm ein Feuerschild mit. Da ich auch gerade von den Soundtracks so höre, ich glaube am Ende dieses Playthroughs werde ich erstmals auch weitere Michael Jackson Tracks und Roto Tracks mal einblenden. Unter anderem gibt es ja zum Beispiel auch von Knuckles Encounter einen weiteren Track, abgesehen von dem, was wir in diesem Spiel hören und von der Michael Jackson Variante, die im Original dabei war. Und vom Mini-Boss-Theme sollte ich vielleicht auch mal den Michael Jackson Track mal einblenden, genauso wie von den Credits und den Competition-Modus, also von den Hauptmenü-Musik vom Mehrspieler-Modus. Aber das dann erst später. Vielleicht sollte ich mal ganz runtergehen. So glaube ich, sollte da mal ganz runtergehen. Vielleicht bringt das was. Jetzt bin ich hier. Ah ja, und die Farbe hängt auch anscheinend bestimmt auch, was jetzt einen erwartet, weil ich das war jetzt gerade weiß. Das heißt, dass hier auch die Kapselmaschine auftritt. Okay, gib mir jetzt hier das Elektroschild, schade. Ah, da ist wieder eins. Und ich krieg noch eins. Jetzt gibt's noch Elektroschilder on Mars oder was? Okay. Jetzt passt. Elektroschild ist mir, glaube ich, eher am liebsten gerade. Nicht nur wegen Doppelsprung, sondern auch um Ringe magnetisch anzuziehen, die in der Nähe sind. So, gehen wir mal hier ran. Das gibt mir einen leichten Metropolis-Vibe. Aber nur einen leichten. Ich würde schon sagen, geht's hier hoch? Ich meine, die Zone ist ja auch schon. Oh. Okay, sieht auch ein bisschen komisch aus. Oh! Ich weiß nicht, ob man auch mit dem Elektroschild hier mit angezogen wird, weil das ist ja eigentlich magnetisch. Nö, eigentlich nicht. Aber ich glaube, da kann ich darüber auch froh sein. Wäre auch ein bisschen gemein, wenn ein Schild, das einen Vorteil bieten sollte, jetzt nur ein Hindernis darstellt.
Unten oder oben? Ich würde sagen... Hä? Die kommt doch wieder her. Jetzt kommen die wieder her. Machen wir ganz schön lang. Tails? Ja, da bist du wieder. So. Ich glaube, ich... möchte lieber deine Hilfe wieder nutzen. Um da hoch zu gelangen. Leichter hoch zu gelangen, besser gesagt. Aber drop mich doch bitte nicht zum Feuer hier. Bislang keine Special Stage Tour gefunden und wir kommen wahrscheinlich wieder näher zum Boss. Und wenn wir hier so durchdüsen in High Speed. So viele Möglichkeiten hier ein Special Stage Tor verstecken zu können und dich. Und es ist derweil keines. Oh man. Eine Schande, dass ich dann. Was? Gerade jetzt muss die Unbesiegbarkeit aufhören. Das ist eine perfekte Millisekunde genau. Oh no. Oh man. Nein. Falsch rum. Uff. Das war jetzt ein bisschen blöd von mir. Vielleicht hier. Jetzt noch eine Möglichkeit. Vielleicht war es doch wieder blöd, hier durchzugehen. Tja, aber kann nichts ändern. Es geht weiter. Mit der Frau Reiter. Verpiss dich, Elektromaus. Buchstäbliche. Gut, dann schnell hier durch. Oh. Okay, jetzt geht's da wieder hoch. So. Doing. Arme Tails. Okay, ja, wir sind beim Boss, also. Sorry. Oh. Ja. Hier können wir den Laser nicht dran. Das ist auch eine Anspielung an den Sky Chase Boss. Aber er feuert mitten auf sein Luftschiff einen Laser ab. Sehr schlau von ihm. Glaubt uns damit zu erwischen, indem er den Raum immer enger macht. Aber je öfter er drauf feuert, desto. Ja. Desto mehr Schaden richtet er hier an. Okay, aber dann macht es ganz schön spannend hier. Ja, aber ich sag's ja. Das war nicht sehr schlau von dir, Eggy. Und du hast einen IQ von 300, also echt mal. So, jetzt haben wir hier ein... Oh! Marble Garden-Szenario? Oh, shit. Oh, shit. Oh, bloß gut, dass ich hier schnell genug bin. Ich dachte schon, ich hätte mich jetzt hier... Ja, erwischt. Gut, aber das passt. Jetzt nur ein bisschen zusätzlich in Bewegung bleiben und dann kann nichts passieren. Zeit für den nächsten Boss. Also, dann mal los. Komm schon. Da ist er. Oh. Der schwingt sich aber ganz schön schnell dieses Mal. Oh, der schwingt viermal? Ich dachte, der schwingt maximal nur dreimal. Oh, aufpassen. Wenn ich drüber springen. Kann es uns sein, dass er hier Feuerstrahlen verschießt. Und tschüss. So. Ja. So viel dazu. Ja. Und dann würde ich sagen, im nächsten Part geht es dann weiter. Und wie immer gilt, wenn es dir gefallen wurde, ist bestimmt ein kleines Thumbs up und Kommentar nicht vergessen, dann sind wir beim nächsten Mal. Ich hoffe, es seid dann wieder mit dabei. Also seid gespannt, klickt wieder rein. Euer Crush 4489. Bis zum nächsten Mal von Let's Play Sonic Origins. Also auf Wiedersehen. Tschüss, Leutchen.